Hallo, heute habe ich was Besonderes für euch und zwar den Bold Chair aus der gleichnamigen Serie. Davon gibt es noch eine Bank. Der Stuhl wurde designt von dem Trio Big Game, welche aktuell zu den Top 20 Designern 2016 gehören. Der eine kommt aus der Schweiz, der andere aus Belgien und der dritte aus Frankreich. Das Studio befindet sich in der Schweiz. Hersteller dieses Stuhls ist die französische Firma Moustache. Moustache selber bezeichnet sich als Möbelverlag. Die Besonderheit von einem Möbelverlag ist, dass sie nicht auf Masse produzieren, sondern wirklich jede Bestellung wird einzeln angefertigt. Das bedeutet, den Stuhl gibt es tatsächlich auch nur ein paar hundert Mal. Der ist aktuell in der Dauerausstellung des Museum of Modern Art zu sehen, weil er halt eben was ganz Besonderes ist. Man sieht das schon hier an der Form, entspricht jetzt nicht unbedingt der gängigen Stuhlform, ist aber sehr bequem, kann man nicht anders sagen. Er ist leicht gepolstert, hat ein Stahlinnengeflecht und wird dann mit diesem Schlauch überzogen und ist dadurch wirklich, wirklich gut geeignet, um drauf zu sitzen. Wenn man also mal einen etwas besondereren Stuhl haben will oder einen Hingucker, dann kann man sich vielleicht einen davon irgendwo hinstellen. Farblich gibt es den aktuell in 8 Farben, von etwas gedeckter, wie wir hier zu sehen, blau, lila und schwarz gibt es aber auch in hellgrau, in gelb, in rot, wirklich viele Varianten. Die Bank dazu wäre auf derselben Sitzhöhe, aber halt eben ohne Rückenlehne. Ich persönlich finde das einen super interessanten Stuhl und der ist, wie gesagt, er ist immer Gesprächsstoff, er ist, wie man ihn hier sieht, super verarbeitet. Hier unten hat man nochmal das Label eingraviert. Also das ist wirklich was Besonderes. Ja, und wenn ihr da Interesse daran habt, dann schaut euch mal bei uns im Shop um. Und wenn ihr Fragen haben solltet, dann könnt ihr auch bei Moustache auf der Seite gucken. Da gibt es ein super interessantes Video dazu, wie er denn gebaut wird. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag und bis bald.